Anders als ich. Meine Sachen waren nicht so kreativ wie die von Sakura. Ich trug ein lilafarbenes Kleid, das mit bis zu den Knien geht und nein, wieder nicht beschreiben, was sie anhat. Ganz anders. Ich höre mich. Sei still! Ganz an. Anna! Ja, das. Anna, ich will hier aufnehmen, das muss heute noch raus. Doch. 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 Ja, jetzt sagst du sogar lauter als ich eben. Nein. Ich dich nicht. Anders als ich. Meine Sachen waren nicht so kreativ wie die von Sakura. Ich trug ein lilafarbenes Kleid, das mit bis zum Knie geht. Ach, das ist ein Rechtschreibfehler. Egal. Ich trug ein lilafarbenes Kleid, das mir bis zu den Knien geht, eine normale Strumpfhose. Meine Strumpfhose war normal hautfarben, so meine Schuhe auch normal. Meine Haare waren geflochten. Was ist das für ein Satz? Nicht schön zum Vorlesen. Ich trug eine lilafarbene Strumpfhose, nein, ein lilafarbenes Kleid. Ich trug ein lilafarbenes Kleid. Ist das denn so schwer? Ich trug ein lilafarbenes Kleid. Ist das denn so schwer? Ja! Ja, es ist schwer. Ich trug ein lilafarbenes Kleid, das mir bis zu den Knien geht. Meine Strumpfhose war normal hautfarben und meine Schuhe auch normal. Meine Haare waren geflochten. Geschafft! Ja! Ja! Ja, ich bin toll! Misa, sie wedelte. Ist das denn so schwer? Ja! Genauso wie lilafarbenes Kleid und hautfarbene Strumpfhose und normal geflochtene Haare. Es ist schwer! Mein Leben ist schwer! Heute bin ich müde, das macht das Leben noch schwerer! Hä? Nein, du Trottel! Mit der Hip-Hop-Akademie. Ah, habe ich in der Zeile verlesen. Oh, wow, das ist toll. Ist doch aber nichts. Bla bla bla. Ich will ihre die Freude jetzt nicht wegnehmen. Das ist ja wunderbar. Nein, du Trottel. Ja, du bist ein Trottel. Trottel. Oh. Wow, soll ich. So. Wow, so toll ist es aber auch wieder nicht. Alter! Das ist nicht lustig. Oh. So toll ist das auch wieder nicht. Aber ich will ja jetzt nicht die Freude wegnehmen. Ja, okay. Alles klar. Wow. Oh, Misa, ich glaube, du weißt nicht, warum ich das so toll finde. Weil du ja wissen musst, dass die Hip-Hop eigentlich nicht so mein Ding ist. Nein, ich habe die Zeile. Ah, doch, nee, war richtig, oder? Ja. Hund, sei still! Ich rannte so schnell ich kann und ich glaube, ich bräuchte zu leise und das Mikro muss näher ran, ja, muss es. Ich rannte und das ist scheiße, weil ich noch die andere Aufnahme habe, obwohl sie falsch scheiße war, ne? Toll. Ja, jetzt schrei ich auch noch rum. Ich rannte so schnell ich kann zu dieser Gasse und suchte jede Gasse ab, bis ich ihm schweren Abend von. Du hast Gasse, Gasse gesagt. Da steht da so! Ich rannte so schnell ich kann
zu dieser Gasse und ich habe gestockt. Ich könnte das rausschneiden, aber ich bin zu faul. Ich rannte so schnell ich kann hinzu dieser Gasse, ja. Doch an diesem Tag, ja, ich höre Musik, während ich aufnehme und ich will nicht, dass das irgendwie verurteilt wird, weil Musik ist cool. Was? Professionell Eis essen. Kommst du mit? Weiß nicht. Ich stimme gerade auf. Jetzt. Professionell Eis essen. Nein, mein Bauch tut weh. Doch, du hast jetzt mitzukommen. Ich rannte so schnell ich kann zu dieser Gasse und suchte jede Gasse ab, bis ich ein schweres Atmen vernahm. Ein schweres Atmen vernahm. Ist das schwer? Ja, es ist schwer. Beim, ja, falscher Absatz und ich klinge so verdammt männlich. Ich nahm seinen Zug, was da lag, und trug Ehren im Brautzimmer meine Wohnung. Hä? Was hat Ehren für einen Zug? Ich nahm sein Zeug, was da lag, ich muss männlich reden. Ich bin Levi, ich habe eine männliche Stimme und bin am Verzweifeln. Levi, ich bin Levi. Und das kauft man mir auch sofort auf. Ab. Ich muss sprechen üben. Ich nahm sein Zeug, was da lag, und trug Ehren im Brautstyle zu meiner Wohnung, komischerweise. Ach, so weit bin ich aber noch nie gekommen. Männlich! Ich nahm sein Zeug, was da lag. Hund, sei still! Ich muss männlich reden und ich muss 5 Zeilen männlich in einem Take unterbringen. Toll, danke! Danke, Isichan. Das ist lustig. Ja, es ist lustig. Für dich, aber nicht für mich. Ich muss 5 Zeilen in einer männlichen Stimme sagen und darf mich dabei nicht verhaspeln. Hilfe! Als ich fertig mit Betrachten war, verzog ich die Wunden. Ja klar, ich war so besser und nochmal ein bisschen verzogen und größer gemacht. Ah, ich weiß, was es war. Ja, und das habe ich während einer Aufnahme geschafft. Eine Aufnahme, nur während der letzten beiden Absätze der 2 Aufnahmen, die ich gemacht habe. Eine ist ja schon online, die andere wird bald kommen. Da mache ich noch ein Kapitel fertig. Das ist nicht lang. Vielleicht kommt sogar morgen noch schon. Muss mal gucken. Vielleicht gibt es auch noch mal Outtakes. Also, ich produziere. Das habe ich jetzt innerhalb von vorgestern und gestern zusammen und heute noch ein bisschen. Heute ist 28.8. So. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Eure Aber. Und jetzt könnte ich sagen Peace and out, aber nein. Auf Wiedersehen! Tschüss!